immer noch sehr zerfahren, das Ganze auf beiden Seiten. Davidek mit viel Speed. Dreierla. Schöne Passe. Ein Tor! Alexander Höller, der Torschütze. Schöner Spielzug über Martin Davidek und Juso Rajala. Und wir haben es vor uns gesagt, Rajala, eher der Spielertyp, der Tore auflegt. Die hat es gemacht. Sehen wir hier nochmal, Davidek spielt hier noch so auf Rajala. Dann Rajala den perfekten Blick für Höller, der da frei vom Tor steht. Wow, und Pass natürlich, so ein No-Look-Pass mit der Rückhand auf Alex Höller. Und dann, ich glaube, wird Jäger durch die Schoner. Hier sehen wir es jetzt nochmal. So hätte ich es auch gesehen. Da kommt Alex Höller. Ja, rechts am Tor vorbei, am Tor wieder vorbei, an den Innenpfosten. Gavlik. Ricci Müller, Tor! Schönes Tor! Oben links in die Ecke gezogen. Frankfurt findet die passende Antwort auf die 1-0-Führung der Eislöwen. Ricci Müller in die kurze Ecke. Ja, der Jubel von Dresden noch nicht mal ganz zu Ende. Ja, der Stadionsprecher gibt gerade erst noch den Torschützen durch. Und quasi im Gegenzug gleicht Frankfurt die Begegnung wieder aus. Ja, was für ein Tor oder was für ein gutes Auge da von Ricci Müller. Oben links in die Ecke von Kevin Nastjuk. Sehen wir es mal aus der Übertorkamera. Ja, und dass er ein Torjäger ist, dafür ist er bekannt. Und ich glaube, dass auch bei uns kein Problem sein wird, da bis zum Schluss mitzuhalten. Den letzten Spielen waren wir auch immer mit drei Reihen gespielt fast. Deswegen würde ich mir da keine Sorgen machen. Und da sehen wir es schon. Schönes Tor. Arthus Brumin, schöne Aktion. Gut und durchgetankt. Er bringt die Eislöwen wieder in Führung. 2:1. Und jetzt sehen wir es hier nochmal in der Wiederholung. Krumin setzt sich da durch gegen Keusen und stocktechnisch natürlich wieder eine Augenweide. Technisch einer der besten Spieler in der DEL2. Tanzt dann auch noch Brett Jäger aus. Strafe wurde noch angezeigt, aber fällt da jetzt damit weg. Ja, sehen wir es nochmal aus der Übertorkamera. Schöne Einzelaktion von Arthus Krumin. Und drücken ihm natürlich die Daumen. Möglichkeit jetzt hier für Frankfurt. Stretch mit der Möglichkeit. Na, Fehler dann in der Abwehr und Tor! Ausgleich für Frankfurt. Unglücklich, aber. Torschütze trägt die 29, Brett Breitkreuz, sein 13. Saisontreffer. Hier sehen wir es nochmal, die Dresdner Eislöwen fahren zum Wechsel. Und dann setzt er sich hier durch. Ja, und für Kevin Nastjuk natürlich, da kann er nichts machen. Und somit 2:2, 10 Minuten 39 noch zu spielen. Hat hier ein Fan eine Frage an dich? Er grüßt dich erstmal ganz lieb, der Rainer Golder. Wünscht dir gute Besserung. Jetzt warten wir das kurz ab. Martin Davidek jetzt mit der Möglichkeit. Und Tor! Ja! Martin Davidek nutzt die Unachtsamkeit, läuft allein auf das Tor von Brett Jäger zu und bringt die Dresdner Eislöwen wieder in Führung. Sein 20. Saisontreffer, schaut sich dann nochmal um, ob denn ein Gegenspieler kommt und guckt sich dann Brett Jäger aus. Da sind es nur noch 5 Tore auf Brandon Cook. Man muss sagen, er ist vor dem Tor eiskalt. Da hat sich Brett Jäger da ausgeguckt, der keine Reaktion zeigt. Und 3:2 für Dresden jetzt. Soweit ich mich erinnern kann. Ja, richtig. Hast du recht, Luca? Dem kann ich nichts hinzufügen. Ah, Tor! Christoph Gavlik nutzt die Überzahl. Und 20 Sekunden bevor Hemmelinen wieder zurückgekommen wäre, gleicht Frankfurt aus. 3:3 der neue Spielstand. Die Eislöwen damit wieder komplett. Gavlik mit seinem 4. Saisontreffer. Da kommen langsam die Tore, die man vorhin angesprochen hat. Pool jetzt nochmal 3,8 Sekunden vor dem offiziellen Ende, vor dem Tor von Kevin Nastjuk. Ja, damit sind hier die 60 Minuten rum. Punkteteilung im Spitzenspiel
zwischen den Dresdner Eislöwen und den Löwen Frankfurt. Raiala holt die Scheibe für Dresden. Und jetzt direkt die Möglichkeit, Mirko Sacher. Raiala ist mit, Dresden kann es hier ausspielen. Raiala und ja. Tor, das war ein Bilderbuchtor. Raiala und Sacher spielen die 2-1-Situation oder 2-0 eigentlich aus. Ja. Und sichern den Zusatzpunkt für Dresden. Direkt zwei der besten Schlittschuhläufer in Aktion. Aber auch gefährlich in der Phase von Raiala da nochmal rüberzulegen, anstatt selbst den Abschluss zu suchen, oder? Ist natürlich riskant, aber es hat auch die zweite Möglichkeit. Wenn der erste Schuss nicht geht, muss man manchmal ein Risiko eingehen. Ja, und das hat Juso Raiala hier gemacht. Und wieder mal ist es Mirko Sacher, der das Tor erzielt. Sein 13. Saisontreffer als Verteidiger, das ist schon eine Hausnummer, oder?